Soll ich das mit im Video aufnehmen oder nicht? Hallo und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ich zeige euch mal kurz, was ich meine. Ja, ich weiß, praktisch ist es jetzt nicht unbedingt, aber dekorativ alle Male. Denn hier unten sind Simson-Fahrzeuge. Ich finde es jedenfalls ziemlich geil. Verdammt, jetzt habe ich schon das erste Product Placement gemacht, bevor dieses Video überhaupt losgeht. Aber ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Vielleicht ist das ja das Last-Minute-Geschenk, wenn ihr noch nichts habt für eure Liebsten. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal das eigentliche Video. Nämlich, es geht diesmal wirklich um Gegenstände, die nützlich in der Werkstatt sind. Also eigentlich das Gegenteil von dem Video, was ich neulich gebracht habe. Heute mal drei Anschaffungen, die ich ganz und gar nicht bereue. Im Gegenteil, die ich regelmäßig beim Schrauben benutze und bis heute dafür dankbar bin. Viel Spaß! Ich bin mal wieder für euch durch die Werkstatt gelaufen und habe euch drei Gegenstände rausgesucht, die ich wirklich gerne und viel benutze. Und diese Gegenstände sind zwar Alltagsgegenstände in der Werkstatt, aber die hat man nicht unbedingt auf dem Schirm. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei, sondern starten direkt mit dem ersten Gegenstand. Beziehungsweise es sind eigentlich mehrere, die ich unter einem Begriff zusammenfasse, nämlich Kleinteile-Sets. Hier haben wir jetzt zum Beispiel mal ein Unterlegscheiben-Set. Wer mich auf Instagram verfolgt, beim Zweiradgeber, der weiß, dass ich dieses gesamte Set neulich in der Werkstatt verteilt habe und alles kreuz und quer lag. Aber diese Kleinteile-Sets sind unglaublich praktisch. Hier haben wir zum Beispiel mal eins ein bisschen kombiniert. Ein paar Muttern, ein paar Unterlegscheiben, Federscheiben, Schrauben in allen möglichen dicken Größen und Varianten. Und klar, bei diesen Komplettsets besteht immer die Gefahr, dass man auch Schraubentypen dabei hat, so wie diese hier, die man zum Moped restaurieren und basteln wahrscheinlich nie wieder gebrauchen kann. Aber generell ist es keine schlechte Sache. Ich bin grundsätzlich so jemand, der alle Schrauben aufbewahrt, vorausgesetzt, das Gewinde ist völlig durchgerostet oder komplett beschädigt. Das heißt, ich habe auch noch alle alten Schrauben auf Lager und in Kombination mit den neuen Schrauben, die man sich dann einmal als Set zulegt, seid ihr eigentlich für alles gewaschen und gekämmt. Auch benutze ich ganz gerne, entgegen der originalen Verwendung, selbstsichernde Muttern. Gerade an den Stellen vom Moped, wo es besonders viel vibriert, beziehungsweise wo einfach mechanisch eine große Belastung da ist. Und das ist vor allem in der Nähe des Motors oder manchmal auch am Zylinder. Wie gesagt, da habe ich dieses Set und ich meine, zumindest mit Unterlegscheiben kann man da wirklich nicht viel falsch machen. An zweiter Stelle haben wir, na, wem kommt es bekannt vor? Richtig, die Endoskopkamera. Ihr kennt sie vielleicht aus älteren Videos oder jüngst aus dem Video, wo es um den Zement im Schweiberahmen geht. Ein kurzes Update dazu, es wird ein neues Video geben, denn es gibt Hoffnung. Aber zurück zu dieser Kamera. Ich meine, das ist kein Must-Have. Ich habe lange Zeit gut ohne diesen Gegenstand gelebt. Man braucht ihn nicht unbedingt. Aber wenn man ihn hat, dann ist es auch eine ganz nette Spielerei. Aha, so sieht also mein Ohr von innen aus. Ja, ihr könnt die Kamera auch dafür benutzen, um Mopedrahmen von innen auszuleuchten und mal zu schauen, was da so abgeht. Und nachdem ich mir diese Kamera gekauft habe, habe ich natürlich direkt mal alle Fahrzeugrahmen durchleuchtet. Und ich wünschte, ich hätte es nicht getan, denn teilweise fangen sie wirklich von innen schon an zu gammeln oder der Rost löst sich schon von der Innenseite. Und dann muss man natürlich weitere Maßnahmen treffen, vielleicht mal eine Hohlraumkonservierung vornehmen, damit der Rost von innen gestoppt wird. Zu diesem Thema wird es übrigens auch noch ein Video geben. Aber für euch vielleicht nochmal der Hinweis, so eine Endoskopkamera kostet nicht die Welt, liegt irgendwo zwischen 20 und 40 Euro meistens. Und klar, ihr dürft da kein High-End erwarten, schon gar kein Full HD, aber es reicht alle Male, um euch mal einen Überblick zu verschaffen, wie es euren Fahrzeugen von innen geht. Und zu guter Letzt ein Gegenstand, der wirklich unscheinbar ist, vielleicht einfach, weil er funktioniert, weil man da nicht viel falsch machen kann. Und zwar ist das dieser Gegenstand hier, Stahlwolle. Ich habe euch ja im letzten Video, wo es um die Schrottgegenstände ging, so ein bisschen die Misserfolge erzählt, die ich hatte mit Schleifen bzw. Schleifgegenständen. Und was soll ich sagen, das Zeug, das funktioniert. Und ich habe mir das damals als Meterware wirklich direkt von der Rolle gekauft. Und seitdem zehre ich immer noch davon. Und das Geniale ist einfach, ihr schneidet euch ein Stück ab, so wie ihr es gerade braucht. Knüllt euch das ein bisschen zusammen und fangt einfach an zu schleifen. Wenn man dann noch Motivation hätte, die Teile alle zu schleifen, die geschliffen werden müssen, na dann kann es auch schon losgehen. Die Winterabende sind lang und ich meine, hiermit kommt ihr wirklich in jede Ecke und in jede Ritze, anders als beispielsweise mit der Bohrmaschine oder mit anderen Schleifgeräten. Und es ist vor allem dafür da, um irgendwelche Gegenstände von Öl oder Dreck oder leichten Rost zu befreien.
Und diese Stahlwolle, die gibt es in unterschiedlichen Härtegraden, beziehungsweise in grob und in fein. Und, was soll ich sagen, viel falsch machen kann man damit nicht. Und was ich euch hiermit einfach auf den Weg geben will, manchmal sind die Dinge banal und kosten nicht viel Geld und ihr könnt trotzdem gute Ergebnisse damit erzielen, vorausgesetzt ihr seid motiviert und ihr habt Bock zum Schrauben. Und man kann diese Stahlwolle übrigens auch dafür nutzen, um andere Gegenstände zu verpacken. Vielleicht mal ein anderes Weihnachtsgeschenk, wo das Papier im Anschluss nicht weggeschmissen wird, sondern für den Schrauberkollegen einfach das Geschenk mit Stahlwolle umwickeln. Bestes Weihnachtsgeschenk der Welt. Habe ich zumindest letztes Jahr gemacht und kam ziemlich gut an. Und das soll es auch schon soweit von meiner Seite aus gewesen sein. Bitte verzeiht mir dieses unverschämte Werbevideo kurz vor Weihnachten. Aber vielleicht konnte ich ja dem einen oder anderen wirklich helfen, ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk zu finden. Mich interessiert aber vor allem eure Erfahrung, eure Gegenstände, die für euch unverzichtbar in der Werkstatt sind. Schreibt mir das gerne unten in die Videokommentare. Vielleicht auch Gegenstände, die man sich gut für andere Leute merken kann, eben als Weihnachtsgeschenk. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.